Hallo, meine kleinen Wizards. Wir müssen jetzt Elise treffen, glaube ich. Mit Maribu sprechen. Okay. Wir müssen jetzt mit unserem Meister reden. Und dann müssen wir, glaube ich, Elise Elise? finden. Monsieur Mirabeau? Was? Die Tür ist offen. Oh mein Gott. Was heißt das? Ladebildschirm, wunderschön wie immer. Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Ich müsste seine Leiche untersuchen, um. Ja, okay, müssen wir machen. Um zu sehen, was er verkrankt, was passiert ist. Er hat Blut gespuckt, also er wurde vergiftet wahrscheinlich. Ich denke mal, er wurde vergiftet. Na, ich wusste es. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Du hast niemanden gesehen, als du ankamst? Nur den Diener. Er ließ mich rein, aber er kam nicht mit rauf. Aber er war vor dir hier. Hast du andere Diener gesehen? Nein, sonst keinen. Also irgendwas in dem Raum, was nützlich sein könnte? Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Beschuldigen. Ernsthaft? Templernadel, Templergift, erdrückend. Bravo! Du hast mich überführt. Mein gerissener Plan war es, den einzigen Assassinen zu ermorden, der mich nicht töten wollte, und dann abzuwarten, bis ich entdeckt werde. Nicht der einzige Assassine. Stimmt, verzeih. Aber du weißt, dass ich es nicht war. Ich glaube dir, die Bruderschaft jedoch. Dann lass uns den wahren Mörder finden, bevor sie es erfahren. Passt. Bis dann, ich hol ihn mal. untersuchen. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein Diener? Runtergehen und Diener sprechen? Das. Ich dachte mir schon, das ist Letus, dachte ich mir gerade, weil so komisch da gebückt da sitzt. Aber das, ja, Herr. Wart ihr den ganzen Tag hier? Nein, Herr. Ich kam um 4 Uhr, um nach der wöchentlichen Weinlieferung zu sehen. Ist jemand nach euch gekommen? Nur die junge rothaarige Dame, Herr. Sie ging schnurstracks zum Büro meines Herrn. Und ihr wart nicht im Obergeschoss? Die wöchentliche Weinlieferung ist sehr umfangreich, Herr. Verstehe. Danke für eure Zeit. Ja. Oh, Alter. Ja, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Kann man mit ihm reden? Oder nicht? Bleibt in der Nähe. Vielleicht habe ich weitere Fragen. Natürlich, Herr. Der. Was?
Wie soll ich da hinkommen? Ah, hinten geht die Tür auf. Ups. Ups, habe ich nicht gesehen. Ich muss eh widersprechen. Okay. Wir werden den Fall nicht lösen, wenn wir nur hier herumstehen. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Einfach alle Hinweise mitnehmen, braucht ja eh keiner. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Ein Bitchle. Meister Kemar. Meister Kemar, wer ist das? Ups. Ich wusste doch, Meister Kemar ist ein Assassin. Oh Mann, ist er von Assassinen umgebracht worden? Okay. Ich muss den Put töten, ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden, ernsthaft. Ganz einfach. Ist er tot? Er ist tot, ernsthaft? Verrückt sofort an dem? Okay, gut. Finde ich nice. Ja, ja. Hoch mit dir? Wir Meister. Hat meinen Meister. Ein Meister von mir hat einen Meister getötet von mir. Ironie ist. Das ist der Meisterhaftigkeit. Ich rede schon so einen Stunz dahin, das gibt's ja nicht, ey. Meine Kiste ist wieder voll. Oder ein Teil ist voll. Hol ich mir schön. Da könnte man die Animation sehen, wo man Geld holen kann vom Haus. 38.000 Livres. Und deshalb sagte Lüfer mein Schwager, ist übrigens Gärtner. Er lebt in Arcueil. Yeah. Das sagtet ihr bereits. Ja. Ups, weiß ich, Verdammt. Wie habe ich jetzt? 100.000 und 8 Münzen. Yeah. 108.000 Münzen. Yep. Yeah. 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 Lenkung. Yeah. Rein mit dir. Ich musste sprechen. Ich denke mir eher, das war Birk oder Barak, wie er heißt. Wer ist oder gegen wer, aber er nimmt nicht mehr Pisspot. Ich glaube nicht, dass es war. Wir werden es herausfinden. Aber erst dann, wenn der Ladebildschirm vorbei ist und nicht vorher. Das ist halt, immer einer immer so auf die Lauer, auf der Folter. Hey, Arno. Oh. Look at it. Warum leckt das da drin und so? Ich stehe die ganzen Fackeln. Ich lecke mich voran. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert. Aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Okay, du komischer Arzt, du hast Ankylyt verkauft. Jetzt kommst du mir an den Kragen. Lauf halt schneller, Mann. Du kannst 3000 km/h laufen, aber da in dem Raum kannst du gerade 3 laufen. Ernsthaft. Los! Los! Und mir ein schöner Ladebildschirm. Ich liebe euch, so Ladebildschirme. Er versüßt mir den ganzen Tag. Ich träume von euch nachts. Will euch töten. Mit meinem Kopf. Was? Ja, mit meinem Kopf. Hä?
Mann, ich weiß eine Stunde dahin, das ist. Ah, das ist nicht mehr schön, Freunde, das ist nicht mehr schön. Ja, danke! Danke, verkackte Scheiße. Das hat mir gerade noch gefehlt. HCU-Exe funktioniert nicht mehr. Ja, Freunde. Ihr seht's. Bis gleich. So! Apotheker sprechen! Nee. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr. Nicht schon wieder! Gut gemacht. Wartet! Verdammt, kommt wieder zurück! Langsamer! Wartet! Wartet doch, ich will euch nur töten! Warte, meine Nase juckt. Ha! Mann. Lern treffen, ey. Warum hat der Arzt solche Blendbomben ernsthaft? Oh. Ich habe nur ein paar Fragen. Wie schnell bist du, Alter? Ernsthaft, ich bin ein gewisser Typ, Mann. Er lauft schneller als die Elise, Alter. Passt, ey. Langsamer! Warte! Alter, lauf halt schneller, ey. Da bin ich sofort durchgelaufen. Hast du noch nicht gesehen, weil ich nicht aufgenommen habe? Ah. Ernsthaft? Machst du die Fliegen? Scheiße! Woher kommt dieser ganze. Bleib zurück, du Monster! Ich habe nur ein paar Fragen! Endlich haben wir einen Scheißarzt mit seinen komischen Blendbomben oder Rauchbomben, was einem nichts bringen, gefunden. Warum nicht gleich reden? Ich will ihn ja nicht töten. Oder doch? Oder doch? Oder doch? Hier drüben. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Worauf warten wir noch, Alter? Gehen wir einfach dorthin. Ja, einfach so rein ins Gebäude. Ja, wo ist der hin? Ich hab dich bei Mars gesehen. Du hast dich gejubelt. Du bist nicht mit dem Ernst dabei. Ja, du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz. Arschloch, ey. Ich wollte dich doch retten. Ich hab's nicht mehr geschafft. Tut mir leid. Tut mir nicht leid. Spaßkopf, du. Leg dich halt nicht mit so einer scheiß radikalen Wache an. Ja, das sind radikale Wachen. Ja, ich weiß, radikal. Ne? Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Ein Blutmensch. Da pfft es weiter. Hast du die Pfft-Spuren? Pfft?
Redepunkte. Da, 100 sogar. Weiter, danke. Oh, verdammt. Verdammt. Ich kann gar nicht laufen, wenn sie so. Hat er rumgespackt. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Ich mache das. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Bitte. Gib mir einen Kuss auf meinen Lippen. Ich verstehe. Jetzt lass sie in Ruhe kommen und kletter die Wand da hoch. Vergiss nicht zurückzukommen. Ich komme immer wieder zurück. Mich hält nichts an niemand auf. Danke. Los. Ja, Alter, komm, stress jetzt nicht. Die Wand hochklettern ist es nicht so einfach. Sieht zwar einfach aus bei mir, aber es ist nicht einfach. Ja? Brauchst du dich immer gleich hetzen, ey. Dann da hinten hoch. Ja. Nein, nein. Aus, böse. Echt auf die komischen Wasserspeier, das kann ich keinen Sinn, aber. Ich trotzdem so nenne. Und rüber. Ja. Nein, runter. Runter mit dir. Runter, mein Puppi. Jo. Alter. Darauf mit dir. Rupf, 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 rupf. Ernsthaft? Das hat lang gedauert, Pisspot. Ich wusste es. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln. Wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templern, Bursche. Mein legendärer Stab, ey. Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? Oh mein Gott. Quicktime-Event. So sagt man. Warum hatte ich gerade ein Schwert eigentlich und keinen Stab? Als Schwächling! Ich bin kein Schwächling, du Hobo! Perfektor. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht. Aua. Öffne die Augen, Bursche!
Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weisen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Warum leckt das jetzt? Der coolste Szene ever. Aber egal, es ist cool. Ah, mein Finger bricht gleich ab. Alter, wie soll ich das machen? Ich kann nicht schneller speed. Autschi, autschi. Arno! Alles gut. Bleib da! Oh, warte mal, er ist draußen jetzt bei ihr. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben? Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So. Ist des Pudels Kern. Nicht mehr, obwohl dein Verstand vergiftet sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Ah, es leckt so stark. Warum jetzt? Warum ist jetzt ein Frame ein... Oh, Alter, wie es gerade leckt, Mann. Das sind 5 FPS, Mann. Zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was ist verloren? Na. Gott verdammt mich. Dann wollt ihr es durchziehen. Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tor, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Repose en paix. Repose en paix. Brad Pitt ist tot. Freunde, Brad Pitt ist tot! Epischer Kampf. Bisschen geleckt, aber epischer Kampf. Sequenz 7, Erinnerung 3. Die Konfrontation. Erinnerung abgeschlossen. Fortfahren. Was sind Schmetterschläge?
keine Ahnung. Riss. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bishop, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo diesen Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Oh, was kommt näher? Lauf! Lauf, Arno, Daria, lauf! Wir haben Brad Pitt getötet. Oder Brick, ich nehme mal an. Oh. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tschüss! Mann, warum steht unser der einzige coole Assassine stirbt, Mann? Das ist der Belleg. Warum muss er verrecken? Warum muss ich Brad Pitt töten? Und nicht den komischen Typen da. Was könnte. Ich kaufe diese Apotheker-Scheiße immer bei ihm und keine Ahnung. Ob man den töten können oder so. Immer die ganzen coolen Leute müssen sterben. Wahrscheinlich verreckt am Ende dann die Elise auch noch. Ja, Freunde, das war's jetzt mit dieser Folge von. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Halt Maul. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Halt dein Maul. Danke. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich muss weinen gehen wegen Belleg. Wegen Brad Pitt. Tödlich die Freunde.